Ein Blick runter bis zur Wolverster Straße. Und hier die Uni-Apotheke. Hier guckt man in die Jahnstraße, wo die ganzen Institute der Indy so 1957 gebaut worden sind. Nach wie vor kann man in Greifswald-Plinder mit dem Fahrrad fahren. Und hier, etwa 150 Meter weiter, nochmal ein Blick über die Institute. Und gleich links kommt nochmal die Apotheke ins Bild. Jetzt hier gehen wir den sogenannten Pommerndamm runter. Das ist alles schön herbstlich gefärbt. Auf der anderen Seite des Pommerndamms, also wenn man stadteinwärts geht, auf der linken Seite sind viele Läden entstanden und hier auch einige Wohnhäuser, die dreigeschossig sind. Zwischen den Läden sind also Durchgänge zu den neu entstandenen Wohnhäusern. Der Blick zurück, da kommt gerade die Ohrenklinik ins Bild. Es ist nochmal ein Stückchen weiter aufgenommen und hier in der Mitte der sogenannte Rosengarten, das ist dieses Stück, wo früher also die Gärten gewesen sind. Also so eine kleine Parkanlage. Dann Springbrunnen. Hier ist die Stellingstraße. Straße mit Richtung Blick auf die Wolgaster und hier geht der Pommerndamm jetzt weiter. In der Mitte die Bäume, unter denen man sehr schön langgehen kann, die sind auch eigentlich noch so erhalten geblieben. Das ist ein neueres Haus, was erst später dahin gebaut worden ist. Und das ist das Haus, in dem Petershagen gewohnt hat, der ja nach 1945 mit bei der Stadtübergabe dabei war. Dieses Haus ist jetzt gerade rekonstruiert worden. Sieht schon ganz ordentlich aus. Das Dach neu gemacht, die Fenster neu. Hier die Gedenktafel. Ich glaube, die Witwe von ihm und auch immer noch in dem Haus. Das ist nochmal ein Blick zurück. Und hier ist das Haus. Des jeweiligen Bischofs der evangelischen Landeskirche. Jetzt wohnt da ein Bischof drin, der 12 Kinder hat. Ach so, jetzt kommen wir hier zum Theater.
Vor einigen Jahren ist das Theater außen und auch innen ganz und gar rekonstruiert worden. Die alten gutbürgerlichen Häuser drumherum gegenüber vom Theater sind auch ganz gut erhalten geblieben. Das sind alles Mietwohnungen, die staatlich verwaltet wurden, aber diese sind eigentlich gut in Ordnung. Wir kommen jetzt Richtung Theaterplatz. Im Hintergrund sieht man schon die Marienkirche. Und diese Kreuzung, die früher ein Kreisverkehr war, die hat sich also völlig verändert. Hier ist die sogenannte Erdmannsche Villa, völlig rekonstruiert worden. Und wir sind jetzt hier auf dem ehemaligen Kreisverkehr. Diese Kreuzung, wir nennen sie Europakreuzung, die ist also sicherlich nicht mehr wieder zu erkennen. Denn früher war es so ein richtiger Kreisverkehr und jetzt ist eine richtige Kreuzung daraus geworden. Wo sind wir denn hier? Ach, das ist ein Blick in die lange Reihe. Geht jetzt auf die Kreuzung zu. Jetzt kommt die Anflammer Straße. Und ein bisschen weiter rum die Wolgaster Straße. Jetzt sieht man da wieder die Erdmannsche Villa Richtung Theater. Und dann, wenn man zurückdenkt, wo früher der Kreisverkehr war, ist also jetzt eine ganz normale große Kreuzung. Da kommt die Wolgaster Straße ins Bild. Und dieser LKW links fährt runter zum Hafen. Jetzt kommen wir in die Goethestraße. Es war recht viel Gegenlicht, deshalb ist das so ein bisschen dunkel. Am Graben, rechts, an der rechten Seite wäre der Wall. Und das ist hier ein Blick in die Rosa-Luxemburg-Straße. Gott, wie die früher hieß, weiß ich nicht. Aber hier runter jetzt die Goethestraße und aufs ehemalige Gymnasium zu. Und links kommt dann auch die Nauksche Klinik ins Bild. Das ist jetzt ein Blick zurück zur Kreuzung. Auf der linken Seite jetzt der Stadtgraben, dahinter der Wall. Einem kalten, klaren Herbsttag. Da ist der Wald, da ist auch vieles gemacht worden, aber der alte Baumbestand ist noch recht gut erhalten geblieben. Das ist jetzt ein bisschen hell. Ein bisschen starkes Gegenlicht. Und das sind die Häuser in der Goethestraße oder am Graben, die auch wohl in der Fassade so geblieben sind. Wir kommen auf dem Rückweg nochmal vorbei. Ja, und das ist hier die orthopädische Klinik und hier die Nauksche Klinik, ja, wo die Orthopädie drin war. Und hier ist dieser Gang, der als Fluchtweg gedacht war, zum Nebenhaus rüber. Weil die Treppen so eng waren, musste man das nachträglich einbauen, um bei Brandgefahr einen Fluchtweg ins Nebenhaus zu haben. In diesem Nebenhaus ist jetzt das Schulverwaltungsamt. Ja, hier das Gymnasium. Recht altehrwürdig.